Hallo. Es ist so, dass Gunnar, Krupp und ich, Ben, heute das Cosplay spielen. Und das tun wir schon seit fast anderthalb Stunden. Echt schon so lange? Ja, eine Stunde, also 80 Minuten spielen wir das jetzt schon. So wie ein Mittelklasse B-Horror-Movie. Das kommt mir auch so ein bisschen so vor hier. Horror-B-Movie, so rum. Ja, da haben wir jetzt noch gute 6 Minuten. Ich glaube, durchschnittlich dürften wir 6 Minuten haben wir noch. Wir haben noch 6 Minuten, bis wir bei 86 Minuten sind, was ich einfach festlege, was die magische Grenze ist für Horror-Slasher. Okay. Der Durchschnitt aller Horror-Slasher, 86 Minuten 86 lang. Minuten. Gut. Wir wollen auf diesen Hügel. Ja. Übernehme du. Wir wollen jetzt auf diesen Hügel, was ich spielen weiter. Komm, pass auf. Wir wollen jetzt auf diesen Hügel. Hui, oh, hab ich gerade. Hat keiner gesehen. So, wir gehen jetzt auf diesen Hügel, wo da diese fette Fabrik ist. Und da jagen wir alles in die Luft. Endlich. Und davor gehe ich nochmal in diesen geilen Anzug hier. Würdest du dich das im echten Leben trauen? Was haben wir gestern Bungee-Jumping oder so? Hast du schon drüber genau geredet? Gestern drüber geredet. Er will es von mir nochmal wissen. Willst du es trotzdem nochmal wissen? Ja, ich würde schon. Also du warst bestimmt schon mal falsch im Springen. Ich glaube, du bist ein Typ, der schon auf jeden Fall schon okay. Das habe ich schon mal gemacht. Und Bungee-Jumping hast du bestimmt auch schon mal gemacht? Nein. Echt nicht? Bungee noch nicht? Nee. Nicht mal irgendwie volltrunken auf dem Hurricane-Festival oder so? Ich war noch nie auf dem Hurricane-Festival. Was? Ein Fobi aus der Tasche? Bekloppt, ne? Dabei wohnen wir so nah dran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du warst noch nie beim Hurricane. Ja, ist total dumm. Das ist eine Dreiviertelstunde hier mit der Bahn, oder? Ja. So. Das war mein erstes Festival ever. Ja. Da war ich 2002 oder 2003 oder so. Ja, ich weiß. Das ist doch nicht so einfach hier. Was für Festivals warst du denn dann mal? Warst du bestimmt schon mal auf dem Rockfestival? Rock am Ring war ich. Oh, Rock am Ring. Da war ich hingegen noch nicht, witzigerweise. Das ist ja verrückt. Hab ich immer gemieden, ja. Weil es so groß war, schon immer. War es schon so groß. Ich hab gar keine. Eieieiei. Hier los. Da vorne gibt's Waffen. Und fandest du das so Schiss? Also falsch verspringen und so, hast du gestern schon drüber geredet. Jetzt redest du nur mit mir, nicht mit den Zuschauern. Okay. Ja, ich fand's nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Okay. Ich bin auch kein Fan von diesen Entschuldigung, ist gerade zu viel Action. Ist schon okay. Ich will dich gar nicht ablenken, du bist ja gerade voll mittendrin im Spiel. Ich bin kein Fan von. Ich brauch's nicht zu Ende führen, hast du eh gestern schon gesagt. Ich bin kein Fan. Okay, du bist kein Fan. Nee, von so Achterbahn und sowas, habe ich gestern auch schon gesagt. Und ich fand's erstaunlich, dass ich trotzdem so falsch umspringe, fand ich echt nicht. Ist das nicht so schlimm? Hm. Weil man da einfach keine Relation irgendwie zu der Höhe hat. So. Ja, ist vielleicht Bungee Jumping ist deswegen. Ist, glaube ich, krasser. Ne? Das stimmt, ja. So, der Sprung aus dem Flugzeug ist natürlich schon was Hartes so. Mhm. Und du weißt halt auch nicht, oh, hier, kann ja doch was passieren und sowas, aber. Aber du warst ja bestimmt noch Tandem, oder? Ich meine, man muss doch sonst einen Schein dafür haben. Mit so einem Typen. Mit so einem geilen Typen war ich da. Typen auf den Bauch geschnallt. Ja, der war viel kleiner als ich, das war ganz witzig. Hat er gar nichts gesehen, weil er quasi dir nur in den Nacken geguckt hat. Aber da will jemand rein, wa? Ja. So, aber hier war doch noch diese Fabrik. Habe ich denn jetzt den Granatwerfer? Alter, was willst du denn von mir? Mal. Ich muss mal den Granatwerfer auswählen. Cool. Das kann ja vielleicht auch eine Granate lösen. Ah, ich drücke immer die falsche Taste, ey. Warte, hier so. Hä? Mann. Oh. Warum zielt er auf mich? Haha. Hätte er auch nicht gedacht, ne? Ich würde sagen, ey, vor 4 Sekunden hast du noch gelebt, ey. Und er dachte, ja, den hole ich mir. Den hole ich mir. Zack, 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 zack. Oh, der hat eine Granate verloren. Wer ballert denn da schon wieder? Egal. Was für ein verdorbener Mistkerl eigentlich in diesem Spiel ist, dass du irgendwie den Leuten, die du abballerst, noch die Magazine aus dem. Guck mal hier, der auch genauso. Oh. Was ist das hier denn links? Kannst du da irgendwie einen Knopf drücken? Was ist das hier denn? Das ist eine Gasflasche. Aber das ist eigentlich ganz geil. Ach, schade, da fliegen die Gaskartuschen rum, aber du kannst die ja quasi an den Gaskartuschen. Ja, stimmt, und dann auf die Gaskartuschen schießen. Das ist richtig witzig gewesen früher mal. So, das machen wir auch mal kaputt. War alles gar nicht kaputt gegangen hier, du? Da kann ich doch nicht mit leben hier. Kleines Chaos-Objekt zerstört nur. Und danach großes. Der Zaun war wahrscheinlich Chaos. Das ist ein Chaos-Zaun. Bam, bam, bam. Alles kaputt machen.
Oh, will er hier schnippern? Ey, spielen das eigentlich viele Leute alleine? Ich überlege gerade, wie man aussieht, wenn man das alleine spielt. Ich habe selber schon gespielt. Genau wie ich hier. Bam, 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 tot machen, ne? Ja, ja, geil, ey. Das ist schon irgendwie ein Ventil auch, das Spiel. Natürlich. Sehr gutes sogar. Oh! Oh, hoppla. Da hat jemand seinen Raketenhelikopter vergessen. Ganz, ganz ärgerlich für diejenigen. Rein da! Oh! Flieg! Flieg, Heli! Oh, bin ausgestiegen aus Versehen. Yikes, schwarz-weiß ist nie gut. Egal! Wingsuit, Alter. Wingsuit, Alter. So hört man sich an, wenn man das Spiel spielt. Hä? Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ich wollte da gleich hier oben haben. Kann man das ganze Ding denn kaputt machen hier? Nee, ne? Diese Dinger? Ich weiß nicht, sie müssen doch so irgendwie einstürzen, Geometrie, oder? Jetzt, sagen, jetzt könnten die einstürzen. Du kannst ja mal bei einem probieren, wie es aussieht, wenn du da unten so drei von diesen Haftgranaten, Haftminen-Dinger ranmachst. Und vielleicht geht es ja wirklich down. Weil ich finde schon, dass die so. Das hast du bei Red Faction oder so auch mal gesehen, so, wenn die so geometrisch ein bisschen einfacher gehalten sind, dass sie natürlich dann auch viel. Uiuiui. Besser zerlegt werden können. Ui. Whatever. Alter, können wir aufhören, so viele Leute zu kommen? Ich will doch hier nur was kaputt machen. Überall an der Seite, ne? So. Ja. Perfekt. Das ist immer. Ich geh mal hinter diesen Holzstapel, da kann mir nichts passieren. Ja, duck dich noch am besten. Guck mal. Oh, und? Ist irgendwie. Nee, ist nicht mal die Wände kaputt gegangen, ne? Hm. Aber es geht bestimmt nicht. Irgendwie. Ja, vielleicht, wenn man irgendwie. Ja, ja, man muss, glaube ich, was anderes machen. So wie mit den Turbinen, ne? Da muss man irgendwas triggern für. Warum warte ich denn hier? Geht ganz auch, langsam hin. Das sind aber auch nicht all die Besetzer. Sind nicht so, die sind nicht so smart. Die lassen überall den Schlüssel stecken. Und naja, sind die vielleicht selbst schuld an ihrem Untergang. Bleib doch mal stehen. Naja, bleib da mal stehen auf der Straße. Oh, geil, hol dir mal so ein Bike. Welches Bike? Das wären voll die Schlangenlinien, ey. Welches Bike denn? Der hatte gar kein Bike gesehen. Das, was du gerade favorisiert hast. Fahr ich denn hier jetzt richtig wieder hoch? Ich will ja nicht wieder hoch. Ich glaube, du kommst da so einfach vielleicht nicht wieder hoch, oder? Sonst müssen wir auf die Karte gucken, wenn du einen Panzer da hoch willst. Aber Panzerschmanzer, da fährst du 6 Jahre, bis du wieder oben bist. Mach einfach ein bisschen Fallschirm-Action. Okay, weil ich will nur mal gucken, was da unten, ob man da noch was kaputt machen kann. Kaputt machen! Kann man hier noch? Oh! Achso, einfach nur Gilder. Kampfgebiet. Ne, hier geht nicht so viel. Okay. Schade, ne? Okay. Es wäre geil, wenn man das in echt machen könnte, so. Mhm. Also fremde Länder quasi einfach Leute abballern, ne? Ich meine eigentlich mit dem Fallschirm. Personen aus dem Auto raus. Mit dem Fallschirm sich einfach so hoch angeln. Ach so, das meinst du. Meinte ich eigentlich, aber. Ja, okay. Aber da hast du natürlich auch recht. Da ist natürlich auch ein Punkt. Einen Akzent haben und in fremden Ländern Stress machen, steht auch auf meiner Liste. Obwohl, ich habe ja einen Akzent. Ich meine, ich muss ja nur Englisch reden. Eigentlich, der Logik nach. Oder war ein anderes Land. Aber so ein südländischer Akzent ist natürlich ein bisschen charmanter mit einem. Ein russischer. Hand als ein deutscher. So ein oder russischer, der russischer gefällt für mich in eine ähnliche Sparte wie der deutsche Akzent, was Stress machen mit einer MG angeht. Echt? Ja, ist grundlegend nicht so sympathisch wie Südstaaten-Akzent, Südländer-Akzent, würde ich sagen. Südstaaten-Akzent wäre aber auch geil. So Texas quasi. Ja. Ja, das ist ja Standard, die haben ja eh alle Knarren in der Hand. Oh, from Texas. hier geht nicht mehr so viel. Ich geh mal hoch. Will der mal auf mich ballern da, oder was? Ah! Ah! Kein Problem. Schieß nochmal auf, ne? Alter, geilster Job der Welt. Auf dieser Brücke arbeiten.
Guck mal, hier sind wir nämlich wieder bei dem Problem mit der Hüfte und dem Körperschwerpunkt. Siehst du das bei ihm? Guck mal, stell mal vor, du arbeitest auf dieser Brücke, hast vielleicht einen Mundus gehabt oder aber so. Weißt du, was man kann? Die rempelt dich an und schwupps, bist du hinweg. So. Man kann natürlich auch da drunter durchfallen. Guck, ich demonstriere es mal eben. Ja, bitte. Kannst du nicht, wenn man ganz kleine Beine hat. Weißt du, wenn man ganz kleine Beine hat? Ja. Alter. Der macht's uns aber auch schwer, die Rotmütze. Na? Na? Und? Moin. Wie ein Flummi. Schön. Da, was ist da hinten denn noch los? Ich find, oh! Da wird aber was rot. Das Ding geht wirklich hoch. Ist auch rot? Nee, okay. Aber ab da vielleicht? Nee, auch nicht. Okay. Ich geh mal da hin. Ja, mach mal. Ich hab nämlich leider keinen. Wow! Muss man mal aufpassen, hier geht er weg, ne? Alter! Keine Munition mehr! So, das wollte ich. Okay. Das müsste reichen. Das müsste schon reichen? Nein. Okay, aber ich will mir das von hier auch angucken. Alter Schwede! Zed goes down, würde ich sagen. Aber Zed goes down. Klingt geiler. Ja, da ist auch wieder so ein Teil. Ja, ich würde die alle platt machen, würde ich sagen. Ich glaube, wenn die alle platt sind, dann geht vielleicht alles down. Okay. Achso. Davon hat man durch unendlich von diesen kleinen Dingern. Von denen hier? Ja. Echt? Ja, okay, man muss ja auch mal super nah dran Braucht sein. Braucht man hier auch. Ui. Brennender Beton. Auch wieder so ein Ding, wo ich sage, hey, hätte man noch eine Nacht drüber schlafen können als Besetzer eines Landes. Wir machen das alles mit brennendem Beton voll. Finde ich gut, kostet weniger. Mischt einfach so ein bisschen alte Spanplatte noch in den Beton rein. Und alte Feuerwerkskörper, alles was übrig ist. Feuerwerkskörper. Na. Ich glaube, du könntest theoretisch ja auch erschlagen werden. Ja. Im echten Meinst Leben hätte ich ein bisschen Schiss an der Stelle. Im echten Leben oder hier auch? Im Spiel glaube ich nicht. Nee, ich glaube hier nicht. Hier wirst du weggeditscht und machst zwei lustige Rollen. So, da sind noch ein, zwei über. Die machen wir eben noch weg hier. Ich habe eben auch schon ein bisschen darüber sinniert. Eigentlich ist es nur geil, dass das Ragdoll und so alles so unrealistisch und übertrieben ist. Dass es irgendwie einem Spaß macht. Ich glaube, wenn es alles so super realistisch wäre, dann würde ich sagen, hey, ich habe irgendwie fast ein schlechtes Gewissen oder so. Und du weißt ganz genau, ich bin wirklich sehr wenigen Dingen schlechtes Gewissen. Kann ich auch irgendwie hier hoch? Nee. Von hier ist es schwer, hier hochzukommen. Okay, ich geh jetzt mal sagen. Ach, auch dumm. Auch dumm, ne? Auch dumm. So, wie komm ich guck mal, du kannst da ihn auch sehen ohne Gesicht, wie nur seine Haare wären. Ja, warte mal kurz, Kollege. Oh. Aus wie eine Granate dagegen geworfen. Oh. Ja, ja, passt ja. Das habe ich alles mitberechnet, dass das klappt. Du bist nämlich nicht nur ein. Komm gleich durch ein, hier. Ein südländischer Sexsoldat. Wo kommt der denn eigentlich her? Ist der Mexikaner oder er kommt von einem. Weißt du das? Hast du irgendeine Hintergrundgeschichte? Ich dachte, er wäre Amerikaner ganz normal. Echt? Aber er hat so einen starken Akzent und der heißt auch. Der redet auch halt Deutsch. Ja. Im Original natürlich. Hm. Er ist nicht nur Sexmaschine, wollte ich eigentlich sagen, sondern auch noch Physik und Vorhersage. Oh, hab ich ihn wieder in die Eier. Irgendwie passiert das bei mir automatisch, dass ich den in die Eier schieße. Was passiert denn da? Oh. Hä? Einfach aufgelöst. Oh, ich würde. Steig mal in den Heli ein, oder? Da. Ich wollte eigentlich da rein. Das ist nicht so schnell. Stimmt, ich habe gerade auf den Chat geguckt, der kommt ja aus dem Land, in dem wir gerade sind. Die ganze Story von Just Cause 3 ist doch auch, dass er quasi in sein Heimatland zurückkommt. Das ist echt jetzt? Ja, dass er in sein Heimatland zurückkommt, um quasi seine Heimatinsel quasi zu bereinigen. Weil er, glaube ich, doch einen Anruf von seiner Mom oder so bekommen hat. Ich habe mir die Story, ich habe nicht aufgepasst. Nee, die hat ja ein Mann uns erzählt, mit dem ich das mit Johannes gespielt habe. Jetzt kommt das alles ein bisschen zurück.
Und wir haben den, glaube ich, sogar gefragt, woher das inspiriert ist, so, dieses Land. Und das ist eine wahre Geschichte, so, ne? Alles. Ja, beruht auf einer wahren Geschichte, ja. Und das Land ist ja auch erfunden und der meinte halt, das kommt so von allem überall so ein bisschen her. Die haben sich das Puerto Rico und so. Geglaubt, so. Ja, genau. Aber auch so ein bisschen Italien und so, so Toskana und so. Oh! Da habe ich nicht mehr gerechnet jetzt gerade. Ich war so ein Pfad, jetzt bist du wieder dran. Das tut mir leid. Ja. Aber guck mal, wir haben nur noch 10 Minuten. Ich habe eben so lange gespielt. Viertelstunde. Achso, bis 10 vor, oder wie? Bis 10 vor. Na gut, dann. Eine Viertelstunde, das ändert natürlich alles. Ja. Wieso steht hier Bullensteroide? Hast du gerade gegoogelt danach? Ich weiß nicht. Keine, wolltest du die nehmen? Nee, das stand da mal ein paar Mal. Ich habe den Chat auch nicht verfolgt. Wahrscheinlich ist gerade Bullensteroide viral gegangen bei uns im Chat. Ist das irgendwie gerade so, kann man, ist das gut, wenn man das nimmt, Bullensteroide? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Die Bullen sind ja noch muskulöser als Menschen. Und wenn dann noch Bullensteroide, dann... Ich spiele heute Abend übrigens nochmal irgendwas. Ah, shit. Wie hieß denn das Spiel nochmal? Rainbow Six spiele ich heute Abend noch um 22.30 Uhr nach Bon Jour. Du hast ja einen Job, Gunnar. Voll gefuttert, weißt einfach du? Einfach nur spielen den ganzen Tag. Mhm. Ich bin auch schon seit 12 Uhr hier. Und ich muss trotzdem noch. Um 12? Ewig. Du bist heute schon um 11 Uhr aufgestanden oder so? Ich bin um 10 Uhr aufgestanden. Ich war gestern bei diesem Star Wars-Ding. Und hab. Egal. Und erzähl ruhig weiter. Nee, wir haben ein bisschen. Ein bisschen einen über den Durst gehabt. Ein bisschen eventuell. Eventuell zu viel Bullensteroide getrunken. Haben wir das Ding schon befreit oder was? Das hier? Das ganze Ding zerstört. Ein Turm ist da noch. Ach so, wir wollten das. Oh, guck mal, das ist eine Riesenanlage. Also ich meine, okay, also das ist unbefriedigend, das schaffen wir jetzt in Viertelstunde nur wirklich nicht mehr. Da gehen wir lieber hier zum Flugding und fliegen ein bisschen rum. Es gibt auch so ein Wingsuit. Ach, das ist so ein. Oh nee, das ist doch scheiße. Ja, ich will nicht das Ding machen, ich will einfach nur das Flugzeug haben. So. Außerdem, habe ich ja ein Diplom in Fallschirmantrieb und deswegen bin ich so verdammt schnell. Guck mal. Das ist der Wingsuit, ist ja echt eine gute Erfindung. Ja, das ist echt schön. Für das Spiel. Oh, und dann wieder Fallschirm auf. Und dann wieder Antrieb. Ach, wäre geil, wenn man das in echt könnte, ne? Da steht gar kein Flugzeug. Musst du doch diese dumme Mission machen, oder? Ja, dieser Grapple Hook generell, wo du gesagt hast, mit Waffen, auf Alltime und so, ich war immer Fan davon. Bei Zelda schon irgendwie dieses, nennt man das bei Zelda, dieses Captain Enterhaken heißt es, glaube ich. Ja. Weißt du, so eine Sache, wo man sich irgendwie Sachen ranziehen kann, sich selber irgendwo ranziehen kann, fand ich schon immer geil. Ich fand auch Bionic Commando, kennst du das noch? Gab's ein Remake auf 360. Das habe ich auch großartig gespielt. Das haben wir immer, ich mit meinem ehemaligen Mitbewohner, haben wir es immer mal gegeneinander gespielt. Es gibt auch so ein. Es gibt gegeneinander? Ja, echt? Das war richtig, richtig gut. Das ist ja. Das ist ja mit dem Hubschrauber. Das kann doch nicht sein. Das ist das denn mit dem Also das machen wir nun wirklich nicht. Oh, der ist aber flink. Der ist wirklich flink. Aber kann der auch schießen? Nein. Kann der auch Sachen kaputt machen? Guck mal, du bist in 5 Sekunden ist es vorbei. Dann musst du aber werde ich dann zurückgesetzt? Weiß ich eben nicht. Ich dachte, wir können auch weiterfliegen. Oh, werden wir echt zurückgesetzt dann? Oha. Nee, oder? Das war nee, ich glaube auch, oder? Machen wir schwach, das war schwach, okay. Egal. Ja, wurscht. Dim, 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 dim. 10 Minuten. Was macht man in 10 Minuten in Just Cause? Ich würde gerne eigentlich noch ein paar Sachen ausprobieren. Ja. Oh! Hoppala. Der will Stress, glaube ich. Okay. Achso, warst du das selbst, oder was? Nee, das sind diese Flaks, also diese Flug. Nennen wir das Flaks? Also wenn Flugabwehr-Sachen halt. Oh, da unten ist noch eine Statue, oder? Von dem Rebellen da. Mach die mal da kaputt. Fliegen wir doch glatt mal rein. Wo ist denn Aussteigen nochmal? Auf A oder bist du denn? Auf A. Hier Zentrale. Anfrage erhalten. Kann man einfach umditschen, also so wie ich mir das vorstelle. Ich denke auch. Hallo! Was macht der eigentlich für eine Pose? Ja. Selbstbeweihräuchernd. Eine Flarak war das natürlich, ja. Flugabwehr Raketen. Sehr kluger Shit. Was machst du denn da? Ich will das Ding erwischen. Aber das Ding ist so flink, dass. Guck mal. Geil. Hammer. Das ist nämlich doch eine Waffe. Ein Helikopter ist immer eine Waffe. Der macht auch noch den Propagandaturm da kaputt mit dem Heli. Siehst du den? Den hier, achso. Achso, da hinten war noch einer, ja. Hammer. Ah, den hier meinst du? Ja, komm, dann rennen wir jetzt hier in dieses Städtchen noch glatt. Oh. Oh. Hui. Ai, ai, ai. Das macht ihm nichts aus. Uiuiui. Wir schicken zusätzliche
Ja, und das Blöde ist, dass ich nachher Rainbow Six spielen muss, dass ich gar keine Ahnung von dem Spiel habe leider, weil ich es heute erst erfahren habe. Oh shit. Was ist das denn für ein Rainbow Six? Hast du denn, ist das ein neueres? Spielen wir das, ja, neu draußen ist? Ich bin echt ein bisschen raus, was neue Spiele angeht. Ich weiß, dass es Bloodborne DLC gab, den ich jetzt stundenlang und Stunden und Stunden und Tage gespielt habe. Und Fallout 4 ist draußen. Das sind meine einzigen zwei Spielerfahrungen der letzten Monate gewesen eigentlich. Also ich bin auch bei Fallout noch beschäftigt irgendwie. Ich mache auch sehr viele Nebenmissionen bei Fallout gerade, weil ich noch nicht Bock habe, die Hauptstory zu beenden. Ah, aber bist schon so weit, dass du Hauptstory nicht hast? Ich habe vielleicht 30 Stunden gespielt schon. Na gut, ey. 10 hatte ich also auch bei Uhr. 10 hatte ich auch auf der Uhr, aber dann kam irgendwie das Bloodborne-DLC dazwischen. Ja, das verstehe ich gar nicht. Oh, Bloodborne ist einfach super, ey. Auch der DLC ist einfach super, ey. Muss man einfach so sagen. Der erste Endgegner ist diskutabel, ist eigentlich viel, viel, viel zu schwer. Aber danach geht es einfach nur gnadenlos gut wieder weiter in dem DLC. Macht nur Bock. Ja. Warum sagst du, ist es mir für dich nichts grundsätzlich? Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, einfach keinen Bock. Magst die Welt nicht? Magst du nicht, dass man so oft stirbt? Ja, mir ist so hart. Weiß ich nicht. Nee, das gar nicht. Aber diese Welt interessiert mich, interessiert das einfach nicht. Ich kann es verstehen, das ist ja auch ein bisschen spezieller. Ich will lieber ballern. Ist tatsächlich traurigerweise so. Ja, ich kann das auch verstehen, ich baller auch gerne. Also ich mag das beides wohl gerne. Also es gibt auch ganz viele Sachen, die ich grundsätzlich ausschließe, sag ich mal, die vielleicht trotzdem ein bisschen populärer sind irgendwo. Was zum Beispiel? Naja, zum Beispiel generell Sportspiele holen mich gar nicht ab. Ja gut, das mögen ja viele nicht. Genau, ja, Sportspiele, was gibt's denn noch so, wo alle sagen, das ist so super gewesen? Die mag ich ja alle gerne. Ich Sportspiele spiele ich ja gerne, ne? So Fußball und so? Spielst du noch so Basketball, Golf und sowas? Habe ich früher alles gespielt, oh, ja. Echt? Ja. Oh, guck mal, das ist normal. Ey, Golf ist echt, macht auch Spaß. Ja, ich habe da immer mit dem Schwager mal Golf gespielt hier. Das macht Spaß, ne? Es ist schon geiler, als ich gedacht hätte. So, ich habe mal Kirby's Dream Course oder so gespielt. Und was ich vorhin schon meinte mit dem Granatenwerfer, dieses Physikding finde ich schon cool. Pass auf, man schlägt irgendwo irgendwas hin. Ja, ich will nur gucken, wo hier noch der restliche Kram ist. Man schlägt irgendwas hin und das landet irgendwo. Das sind so einfache Triebe, glaube ich, die einfach im Manne drin sind, die mich total befriedigen. Ja, macht einfach echt. Und dann geht so ein kleiner Chip, geht dann plötzlich rein und denkst so, boah, krass, ja, okay, ich bin mega gut im Golf. Das Ding landet im Loch und einfach, das ist voll befriedigend. Das Ding landet im Loch. Ja, Mann, ich weiß, die Anspielungen, klar, sind mir, ja, hab ich kommen sehen, naja. Das Ding gehört doch bestimmt dazu noch. Nee, jetzt nicht. Auf jeden Fall muss ich die Nachricht spielen. Ja, WoW fällt leider aus, weil, lügen wir da oder sagen wir die Wahrheit? Nö, ich bin für Wahrheit eigentlich. Wir haben es. Das Spiel hat nicht funktioniert. So, wir haben es nicht zum Laufen bekommen. Wollen wir alles versuchen? Heute spielen, ja, heute Abend. Wir versuchen es immer noch nebenbei, für die anderen Tage, aber ey. Aber ey. Das ist perfekt. Das geht halt nicht so einfach. Weil das ist ja auch, kommt ja auch erst im Jahr oder so raus, glaube ich. Und wir haben so eine richtig frühe Vorab-Version, glaube ich. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich glaube ja. Sagt mir Bescheid, wenn ich Scheiße rede. Auf jeden Fall haben wir es nicht zum Laufen bekommen. Ja. Und das ist halt der Grund, warum wir nicht WoW spielen können. Gunnarchen. Und deswegen muss ich jetzt leider den Quatsch spielen. Rainbow Six. Und ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Ich versuche dann auch irgendwie so ein Headset zu haben, dass ich dann auf eure Tipps hören kann. Also wir spielen dann nachher zusammen Rainbow Six. Scheiße ist, ne? Nee. Muss sein. Ich wusste nicht so genau. Zu Tom Clancy auch so ein Ding. Ja. Nie gespielt. Fällt bei mir auch unter die Kategorie. Reizt mich einfach nicht. Ach doch. So auch so wie Taktik-Shooter. Mag ich auch alles. Ich mag Splinter Cell, habe ich auch alles gerne gespielt früher. Fand ich richtig geil. Auch Metal Gear Solid habe ich einfach immer. Das interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich wiederum nicht. Ich weiß nicht warum. Ist manchmal random. Manchmal sprechen einfach Dinge an und manchmal nicht, ne? Kann man nichts gegen machen. Ja. Mach mal mit Simon. Ich würde gerne mit Simon. Ja, ich versuche mal, jemanden noch aufzutreiben. Ich will auch nicht gerne alleine das spielen, weil ich bin auch echt ein bisschen aufgeschmissen da. Dann wird das so ein bisschen so wie bei Rocket League, dass ich mehr Kacke erzähle als spiele wahrscheinlich. Hey! Was? Ja, aber ich glaube auch, dass Leute auch wegen der Kacke einschalten manchmal. Nee, weiß ich nicht. Die wollen sportliche Leistung sehen, oder? Ja.
Ja, ich verkacke auf jeden Fall bei Rainbow Six und das weiß ich jetzt schon. Ja, das ist dann, wenn du schon sagst, dass dich zum Beispiel Shadow L anpisst, dass du nicht gewonnen hast, dann liegst du vielleicht an deinem persönlichen Ehrgeiz auch ein bisschen. Was ich komplett nachvollziehen kann. Dass du sagst, hey, wenn ich da nicht abliefern kann, will ich es auch nicht so gern spielen. Genau, dann sagen die Leute, oh, der liefert nicht ab und du willst gerne, dass du ablieferst. Kann ich verstehen. Es gibt so Spiele, Tony Hawk 2 oder so, ich würde komplett ausrasten, wenn ich da nicht abliefern würde. Ja, das wäre schlimm. Boah, Shadow L war auch schlimm. Hast du es dir angeguckt gestern in Chatwell? Ja, ich habe die erste Stunde oder die erste halbe Stunde so gesehen. Also ich fand, ich habe glaube ich die ersten zwei, drei Runden oder so gesehen, also das aufgelöst wurde. Ich fand ganz geil diese Lichtanlage, die wir hatten. Ja, das ist cool, die war richtig geil. Und auch, dass die Sounds so super laut waren, dass sie jedes Mal so gewirkt haben, als hätten die Stromschläge bekommen, wenn dieses Brrrr kam, dieser Buzzer-Sound. Ui! Ja, er hat gelandet. Nee, fand ich cool, er hat Bock gemacht. Boah. Uiuiui. Ach, das ist die Flak wieder, oder? Flarak, Ben. Die was? Flarak. Flarak. Flugabwehrraketen. Oh echt? Die heißen das tatsächlich Flarak, oder was? Ja. Guck mal, man lernt hier sogar noch. Flarak. Was ist denn da eine Flak? Flugabwehrkanone. Ah, okay. Und Rakete, ja, macht Sinn. Ja. Alles klar. Ja, aber dann war Flak ja grundsätzlich nicht allzu verkehrt. Ich dachte jetzt, eine Flak ist ein Küchenwerkzeug oder so. Bam, bam, bam. Oh Mann, ey, das ist halt so das Beste eigentlich an dem Spiel. So richtig Gehirn, stumpf ausgeschaltet. Ja, und das ist auch einfach geil, dass man so viele Schüsse abhält, ey. Man kann einfach echt... Ach ja, shit. ...einfach durch die Gegnermassen durchlaufen. Das ist einfach völlig wurscht. Ich bin einfach hier hin. Ja, eben. Also er ist echt sehr, sehr genügsam, ne, der gute Mann. Also der genügsame... Flugabwehr geschützt, ja. Flugabwehr Kanone geschützt. Ja, naja. Das sehr viel aushält, das wollte ich sagen. Man hat echt unendlich von denen, das ist dann ja fast ein Selbstläufer, also mal so gesehen. Du kannst immer nur drei legen, ne? Naja gut, aber ich meine, einer reicht zum Beispiel schon, um hier so ein Dinger kaputt zu machen. Mach mal den Kran kaputt. Geht das? Nee, geht nicht. Nee, der ist nicht rot. Das ist so schön. Einfach farblich. Blip. Ander mit. Und weg. Und piu. Schon das Wasser raus, guck mal. Die Explosion. Und das Wasser da raus? Oh, sorry. War ein leerer Wasserturm, ne? Mach da mal einen an den Gegner ran. Oh ja, sorry. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Okay, jetzt mach ich noch einen an den Gegner ran. Was ist er denn? Hat er. Nimm das! Oh. Naja, erstmal die Schüssel kaputt gemacht. Kann ich dem überhaupt eine andatschen? Ich glaube ja. Hab ich jetzt gestern, glaube ich, schon mal gemacht. Okay, naja, hat funktioniert. Jedenfalls. Oh oh. Geh lieber dahinter schnell. Ja. Ein bisschen chillen und geht wieder. Komm. Nice. Das gehört auch alles noch dazu da drüben, ne? Meine Güte, ey. Hä? Ach so, oh, die war nicht ausgewählt. Shit. Dumm. Das war nicht gut. Ach, komm. Mach da unten einen Pfosten ran. Okay. So. Gut, ihr Lutscher. Ich konnte die Kamera leider nicht weiter drehen, aber das Ding war amtlich. Ja, das ist immer geil, ne? Richtig gut. Da hinten noch einmal die beiden fetten Türme noch und dann ist cool, ey. Ja, dann haben wir es auch. Dann müssen wir es auch leider verabschieden schon. Boink. Denn ich habe nämlich auch richtig Hunger. Echt, was gibt's denn bei dir gleich auf dem Teller? Ja, was willst du wohl geben? Ach ja, Steaky Steak. Nee, so. Ja, von Johnny gemacht, ja, geile Sachen, ey. Die Steak in Schweinehaxe. Ja. Gefüllt mit Hühnchen. Was müssen wir noch hier? Da hinten noch rote Dinge. Oh Mann, jetzt bin ich gerade voll im Zerstörwahn. Wir hätten diesen Hafen früher finden müssen. Das bockt richtig. Ich glaube nämlich, dass wir auf diesen Hafen auch gestoßen sind, als wir das in dieser Preview-Version quasi gespielt haben. Und da habe ich auch gesagt, Alter, geil, ich will gar nicht aufhören. Und habe jetzt dasselbe Gefühl wieder. Vielleicht solltest du mal zum Psychologen gehen. Naja, im echten Leben nicht, ne? Im echten Leben möchtest du keinen Hafen. Nee, es ist ja ein Ventil, muss man ja so sehen. Ach, mach das doch einfach. Das soll ja Spaß machen, weil es nicht geht eigentlich. Manchmal wünsche ich mir, dass sowas geht.
ohne dass man Ärger bekommt. Ich habe aber einfach keinen Bock, in den Knast zu gehen. Knast hätte ich auch nicht so Bock. Sonst wäre mir das ja alles egal. Ja. Also moralisch keine Bedenken, aber Knast, nein, danke. Mach es kaputt! So, jetzt müssen wir noch mal was Rotes finden hier. Ach, was willst du alle drei auf einmal machen, oder was? Sagst du? Du hast noch einen auf Halte, ne? Ach so, oh, echt? Oh. Okay, drei, okay. Treibstoffschein. Ich dachte, der wäre schon kaputt. Nun gut. Was ist das hier? Ist das auch in die Luft? Oh. Oha. Egal. Okay, ich hab auf den Kopf gelandet. Dumm gelaufen für den guten alten Rico Sanchez. Er heißt nicht so, glaube ich. Ey, am Fuß getroffen und dann. Oh. Guck mal, das ist auch passiert. Wenn man sich bezahlen lässt, dass man Fuß geschossen wird, kann man auch dran sterben. Ja, könnte wirklich passieren. Bleivergiftung oder so. Ja, ich glaube, wir müssen Schluss machen, oder? Ist es schon soweit? Es ist jetzt 10 vor und laut seinem Sendeplan kommt da was Neues. Aber mit uns redet, glaube ich, keiner. Nee. Hallo? Ich weiß nicht, die haben ja. Machen wir Schluss, oder? Ja. Guck mal, geil. Du siehst ja wirklich so klein aus. Ja, ich sehe witzig aus. Ach, Gunnar. Ja, okay. Vielleicht du sitzt aber auch so. Ja, dann gibt's jetzt. Gibt's denn jetzt? Ein anderes Programm. Spiele mit Bart. Mit Bart kannst du auch mal mitmachen, ne? Könnte ich, ne? Der ist echt lang geworden. Urlaub habe ich einfach auch. War auch Urlaub von der Körperhygiene. Ist mir schon aufgefallen. Gut, dass es noch keinen Geruchstwitch gibt. Ja, wird es nie geben. Das wird sie nie durchsetzen. Es gibt nie einen Geruch, der so gut ist, dass ich das lohnen würde. Doch, der. Ich habe geduscht, ey. Lass mir nichts vorwerfen heute. Das sind schöne Schlussworte, oder? Ja. Gut, dann jetzt spielen mit Bart, danach Bonjour. Und danach komm ich wieder. Rainbow Six. Gunnar liefert ab. So heißt die Sendung. Richtig, richtig geil. Ich spiele gleich die ganze Zeit und esse nicht. Ja. So, bis gleich bei Spiel im Bad, wo ich nicht mitmache. Viel Spaß.